Ja, bei mir ist der beste Player von Paddy Winterthur. Es gibt noch einen Snowbomb, es wird auf Englisch geführt. Antonio Pribanić, you played in Romania before and now in Switzerland by Paddy. Is it a difference to play here and back in Romania looking for the playing systems? Yeah, it's really nice and interesting. Hello to everybody. First, it's a little bit different. Their leader is maybe physically more stronger, you know, but here clubs running even more, you know. I didn't have chance to play in this league. I played just against Kadetten Schaffhausen, but that was a long time ago, before 6 years. And I played for Pik Szeged in the Champions League, and that is only my experience with Swiss clubs. So, but your appearance here in Thun was, for me, quite impressive because of your height, or you're not that tall, but you did an amazing job as a pivot. Is it different to play for you than for taller players? I don't know exactly how it's to play like at all. It's a joke, no, but this is my performance. Maybe, you know, I play more down balls or something like that. You know, I used to play like that from my start, and that's all. It's hard to say, yeah. And last about the game, why did you lost? What was the main fault? We were prepared what we can expect here, you know, just in some moments maybe we should have more maybe concentration in some moments and also in defense to do a little bit better job, but we were close. We come back 2-3 times, but we need just that little step to maybe take advantage, you know, and maybe to take home points. So thank you very much for your answers and a nice trip home. Thank you very much. Bye bye. Also, jetzt kommt schon der Nächste. Damien, ich hätte es vorher auf Englisch müssen, so ich bin dir auf Französisch. Ist gut. Herzliche Gratulation zum Sieg. Merci. Schön, habt ihr wieder den Weg gefunden, zurück auf die Ziegenstrasse nach diesem Jahresstart bis jetzt. Gut bei dir, was war mit deinem Knie? Nein, ich habe nur ein bisschen geblutet. Und dann hat er gesagt, ich muss einfach das Zeug abdecken. Sonst darf ich nicht weiterspielen wegen dem Blut, aber es war nichts. In der ersten Halbzeit hast du ja sehr stark gespielt. In der zweiten hast du auch so ein paar Fehler eingeschlichen. Bist du da nervös gewesen, oder hast du einfach kurz ins Teuf gehabt? Nein. Ja, also, wir haben immer recht intensiv, recht schnell Spiel gehabt. Und da passieren einfach ein bisschen Fehler. Und am Schluss bin ich vielleicht einfach ein bisschen müde gewesen. Die erste Halbzeit ist sehr viel hoch, viele Emotionen, viel Druck. Und am Schluss haben wir doch das gehabt, was es noch gebraucht hat. Aber am Schluss sind wir froh, eben, dass es noch gelangt hat. Die zweite Halbzeit haben wir ein bisschen besser gedeckt in der Mitte. Und da kann man ein bisschen vorlegen, das war wichtig gewesen. Und ja, ist einfach cool, wenn wir wieder gewinnen können. Vor allem Fadi daheim ist immer noch eine Herausforderung, die zu schlagen. Und bravo an der Mannschaft. Es war cool gewesen. Wirklich wie als Team da sind wir auftreten. Wir gekämpft, jeder hat es dem anderen gegönnt. Wir hatten Emotionen gehabt. Wir haben immer noch ein, zwei Ausfälle und so. Und, wir machen einfach das Beste daraus und es war cool gewesen heute, wie es gewirkt und 2 Punkte ist wichtig, auch gegen Fadi, bin ich froh. Ja, und nochmal herzliche Gratulation zum Sieg und natürlich zum Best Player. Und gute Erholung bis zum nächsten Match. Und der Nächste haben wir, der auch noch kommt. Er ist nicht Best Player gewesen heute, knapp nicht. Der Name ist auch noch aufgetaucht, sonst noch geehrt worden. Ich habe das nicht ganz mitbekommen. Ich war an den Interviews. Was hast du jetzt hier bekommen? Eine Flasche Wein habe ich bekommen, ja. Bist du so der Weintrinker oder mehr Bier? Ja, yeah. Kommt auf Anlass drauf an, würde ich sagen. Es war das 1000. Nationalspiel. Goal. So. 1000. Goal. Genau. Natürlich auch zu dem herzliche Gratulation. Was bedeutet es für dich, deine Marke erreicht zu haben? Ja, grundsätzlich waren mir die 2 Punkte heute mal wichtig. Ich sage, das ist eine Nebensache, sicher für einen. Eine schöne Ehrung, eine Bestätigung für die Arbeit. Das ist sicher immer so, wenn man so ein bisschen eine Marke erreichen kann. Aber ich glaube, gleich
gleichzeitig geht es immer um das Gesamte. Und das hat so gestimmt und da bin ich richtig happy damit. Mo, dir eben noch eine herzliche Gratulation, gute Erholung. Und hoffentlich geht es im nächsten Match genau gleich weiter. Merci vielmals, danke.